Postmigranten sind auf jeden Fall, habe ich niemals gesagt, das Wort. Ich habe keine Ahnung, was dieses Wort heißt, außer dass in meinem Kopf jetzt ein geiler türkischer Briefträger irgendwo durch Hamburg geht, der sich selbst Postmigrant tituliert, weil es besser klingt als türkischer Briefträger. Bis zum Anwerbestopp in Mitte der 70er Jahre waren schon 14 Millionen hierher gekommen, viele wieder zurückgegangen. Aber es hat sich also nicht die Zahl verändert, sondern das Narrativ. Die Erzählung hat sich verändert, dass wir jetzt ein Einwanderungsland sind. Wir haben heute einen Abend vor uns, der sich mit einer komplizierten Frage auseinandersetzen soll, nämlich mit der Frage, wie gestaltet sich eigentlich unsere Gesellschaft derzeit? Es ist ein neuer deutscher Raum, der all denen gehört und von all denen neu definiert wird, die dieses Deutschland eben in einer bestimmten Qualität beschreiben. Einmal den Song Mimimis, das steht für Mitbürger mit Migrationshintergrund und ist für mich auf jeden Fall die adäquate neue Anredeform, wenn man jemanden wie mich trifft, so, sie sind ein sehr höflicher, eloquenter Mimimi. So, ist besser als so, oh, du sprichst ja toll Deutsch dafür, dass deine Haut dunkel ist.